Halli, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade hier im LS19. So, letzte Folge war Livestream, da haben wir ein bisschen was vorbereitet fürs Heumachen. Und jetzt bin ich auf dem Weg zum Händler und habe mal ein bisschen was gekauft, da wir im Livestream unsere Sonnenblumen verkauft haben. Dafür haben wir ein bisschen Geld gekriegt, wer es nicht gesehen hat. Also wir hatten einen Kontostand nachher von knapp 122.000 Euro, müsste es gewesen sein. Ja, und davon habe ich jetzt ein bisschen was investiert, weil wir haben uns bisher eigentlich immer nur die Ballentechnik gemietet. Jetzt ist es so, dass ich mir gedacht habe, dass wir das ja doch ein bisschen öfter brauchen. Und ja, dann kann man sich das auch mal kaufen. Ich habe jetzt hier die Ballengabel aus dem Strohbergungs-Addon gekauft. Und so einen kleinen, ja, Ballenanhänger. Also viel größer muss er, glaube ich, auch gar nicht sein. Für beides habe ich, glaube ich, insgesamt um die 15.000 Euro ausgegeben. Ich weiß nicht, ob wir in der Kombination erstmal runterfahren oder ich noch einen Trecker nehmen. Aber ich glaube, ich fahre erstmal so runter. Das sollte passen. Ich habe nämlich schon mal ein bisschen angefangen mit Ballen zu pressen. Auf Feld Nummer 34, also unsere große Wiese, da wollten wir ja Silageballen machen. Und da bin ich gerade bei. Und bei unserem kleinen Feld, also der kleinen Wiese, hinter dem Pferdehof, da bin ich gerade bei. Bin ich zu weit gefahren? Ja. Da bin ich gerade bei, Heuballen zu machen, oder habe sie schon gemacht. Die werden wir jetzt schon mal anfangen, gleich einzusammeln. Und den Rest von der Wiese Nummer 34 fertig pressen. Ich habe mir eine Quadrant gemietet, also die Strohpresse von Klaas. Ich wollte eigentlich ein bisschen was anderes, aber es wäre mir zu teuer gewesen, deswegen habe ich jetzt die genommen und habe schon mal ein bisschen vorgepresst. Das wäre sonst in der Folge ein bisschen langwierig geworden, das Ganze. Und ja, dass wir da dann auch ein bisschen weitermachen können, denke ich mal, ist das ganz gut. Die Silageballen, wer die letzten Folgen nicht so verfolgt hat, die werden wir dann zum Teil für die Kühe benutzen, weil das ist auch alle. Ich weiß nicht, wo ich rein muss, wegen der Gabel, doch hier. Die werden wir zum Teil für die Kühe nutzen und den Rest werden wir dann verkaufen. Ich sehe hier wirklich nichts. So, besser? Ja. Ne, so, dass wir dann den Teil, den wir benötigen, dann erstmal für die Kühe haben. Dann können wir wieder Mischration machen. Wir haben noch ein bisschen was bei den Kühen. Also knapp 25.000 Liter müssten noch drin sein. Also es reicht eigentlich noch. Aber so, dass wir dann halt morgen, ich denke mal, morgen wird es dann doch schon ganz schön eng mit der Silage, dass wir da dann wieder neu anmischen können. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier auch reinkommen. Ich mache mal die Gabel ein bisschen höher, dass wir das auch voll ausschöpfen können. Ich meine, der Anhänger ist nicht so groß, aber dass das trotzdem passt. Oh, der hat sogar Licht vorne. Das ist ja cool. Das passt ja wirklich gut. So, hier habe ich schon mal Bein gepresst, also liegt ein bisschen was, ne? Das sollte erstmal wieder reichen. Ich weiß gar nicht, wie viel das sind. 2, 4, 6, 8, 10... Also 12, 13 Stück müssten es sein. Also dafür müsste der Anhänger eigentlich reichen. Das ist jetzt nicht ganz so viel. Ach, da oben liegt auch noch einer. Na gut, ist ja auch egal. So, wie fangen wir denn jetzt am besten an? Ich glaube, ich nehme die so quer auf. Ich glaube, das... Ja, ich glaube, ich nehme die... Ja, quer gefällt mir, glaube ich, besser. Die liegen hier so auf, als wenn das gewollt ist, ne? Aber das ist einfach so rausgekommen aus der Presse. Na gut, so. Müssen wir mal gucken hier. Jetzt mal wieder einfuchsen. So. Okay, der ist aber deutlich schief. Warte mal, jetzt muss ich noch mal kurz gucken hier. Es war so ein bisschen eigenartig. Nee, eigenartig nicht, aber ich musste erst mal gucken. Ballen greifen, Ballen lösen. Achso, alles klar. Gut, jetzt weiß ich wieder. Ja, wenn man das ein bisschen länger nicht macht, dann muss man erstmal wieder gucken, wie man das am schlauesten bewerkstelligt. Aber gut, okay. Jetzt haben wir es. So, jetzt ist natürlich, jetzt machen wir auf der Rade und auf der alten Agrarlandschaft natürlich ein bisschen das Gleiche. Also spiegelt sich wieder. Aber das ist jetzt nun mal leider so, dass sich das auch ab und zu mal überschneiden kann. Aber mein Gott. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, ne? Ich glaube, es gibt wirklich Schlimmeres. So. Perfekt. Müssten jetzt eigentlich so ziemlich gerade liegen, weil wir nach hinten hin
nicht mehr so viel Platz haben. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich weiß noch nicht so ganz, wie wir es machen. Ja, anders wäre besser, ne? Ich glaube, anders wäre besser gewesen. Weil wir hier noch diese Kante hinten haben. So, das wir hier. Gucken, ob das. Ja, wir hätten eigentlich. Ich glaube, das passt nicht mal jetzt so. Da müssten wir dann noch ein bisschen. Wäre es sinnvoller, wenn wir die anders nehmen? Wahrscheinlich, ne? Ich probier das mal andersrum. So. So. Fahr mal runter. Das ist ja keine extra Arbeit, ne? Die liegen ja schon sehr vorteilhaft. So, einfach nur mal gucken. Ich weiß gar nicht, wieso ich hier mit Licht arbeite. So, normalerweise würden schon drei passen, ne? Ja. So, auf jeden Fall. So, dann gucken wir mal, dass wir nach außen hin ein bisschen Platz haben. Dass wir auch so schön dicht an die Kante rankommen. Vielleicht ist der Ballenwagen auch nicht so gut gewählt, aber ich hatte jetzt nichts anderes mit drauf. Deswegen, müssen wir das erstmal so bewerkstelligen. Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt müssen da noch zwei hin. Und dann müsste das passen. Na gut, dann nehmen wir die so auf. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht so sehr dramatisch. Pass auf, wir gucken mal, ob wir das so besser kriegen. Wir müssen uns auch erstmal damit so ein bisschen einfuchsen, ne? So. Zack. An sich geht das ja alles schnell. Muss halt nur erstmal rausfinden, wie man das am schlausten macht alles. In Ansicht fahren, ist das besser? So. Naja, in Ansicht ist halt auch nicht so cool, ne? So, jetzt aber. So. So, gut. Dann schauen wir mal. Gut, die habe ich jetzt ein bisschen schief drauf. Naja, wir gucken mal, ob das passt oder ob es nicht passt. Wenn ein bisschen Luft. Oh doch, guck an. Das passt ja richtig gut. Bisschen zurück wieder. So. Guck mal. Alles ganz elegant. Jetzt müssen wir den anderen natürlich noch ein bisschen durchschieben. Habe ich ein bisschen weit geschoben, aber. So. Gut. Okay, 8. Ja, wenn da vielleicht 12 raufgehen, schon. Ja, 12 Stück gehen auf jeden Fall rauf. Siehst du, dann passt das für die Wiese. Dann ist das wirklich gut gelöst. Dann ist das wirklich gar nicht so schlecht gemacht. So. So, zack. Das liebe ich ja an der Gabel so, ne? Das geht wirklich relativ schnell. Klar, man muss sich erstmal wieder. Wenn man, wie ich, nicht ganz so viel damit spielt, muss man sich halt erstmal wieder ein bisschen einfuchsen. Aber im Großen und Ganzen ist das gar nicht so schlecht. Ja, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen dichter. Da muss ich mich erstmal wieder ein bisschen mit reinfinden. So. Man kann sich doof anstellen und man kann sich richtig doof anstellen. Und das, was ich gerade mache, ist richtig doof anstellen. So, gut. Einmal ran da. Zack. Und weg damit. Wie gesagt, ich könnte auch gleich drei aufnehmen. Aber so mit zwei finde ich das, ehrlich gesagt, ein bisschen besser. So. Perfekt. Ja, ein Hoch noch, das passt. Das passt ganz gut. So, haben wir hier noch Ballen? Nö, haben wir nicht. Dann nehmen wir den hier mit.
Und da vorne noch den einen, dann haben wir das hier unten schon mal fertig. Das Ende. Sagt, ist auch nicht ganz so schlimm, wenn wir nicht ganz am Rand, also dass das abschließt, aber wenigstens so ein bisschen. Wir müssen auch mal gucken, wie unsere Silage inzwischen fertig gegärt ist, weil ich weiß nicht so ganz genau. Ich werde vielleicht Donnerstagabend nochmal einen Livestream machen hier auf der Rade. Müssen wir mal gucken. Und dann schauen wir mal, dass wir die Silage verkauft kriegen. Also unsere Silage, die im Bunker ist, und die Silage ballen dann. Wenn ich dann natürlich schon so weit bin, das weiß ich nicht. Muss auch erstmal gucken, wie dann final der Preis ist. Der Silagepreis. Und ja, mal sehen. Aber ansonsten, Arbeit haben wir eigentlich genug. Also da werden wir bestimmt noch ein bisschen was finden. Guckt euch das an, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, bevor wir jetzt hier das beenden, gucken wir noch mal einmal kurz zu dem Kollegen hier. Also ich habe hier schon mal alles fertig gemacht, soweit. Hoppala, auf dem Ende. Das werden wir alles pressen zur Silage ballen. Nun bleibt doch mal auf dem Zaun stehen. Ach, macht er nicht. Das werden wir alles pressen. Wir können ja hier noch den Rest fertig machen, weil dann haben wir diese Folge noch ein bisschen was anderes gemacht. Und ich werde dann demnächst auf jeden Fall, oder jetzt nachher noch mal gucken, offline, die Heuballen reinholen. Und dann werde ich vielleicht schon mal anfangen mit den Silageballen, dass ich die schon mal einwickel. Ich habe jetzt bei der alten Agrarlandschaft, habe ich ja mit der Klaas Wickelpresse, naja, was heißt Wickelpresse, aber mit dem Ballenwickler, habe ich da ja von Deutz, habe ich gerade Klaas gesagt, naja egal, von Deutz habe ich ja eingewickelt, und jetzt nehme ich die von Kuhn. Das war halt nicht wieder die gleiche nehmen, ne? Wie gesagt, ist zwar doof, dass sich das jetzt aktuell überschneidet, aber ja, man kann es halt leider nicht ändern. Das kommt halt manchmal vor, wenn man ein, zwei Projekte hat, dann überschneiden sich auch mal die Arbeiten, aber ja, kann man halt nicht ändern, ne? Das kommt halt auch mal vor. So, wir hätten hier natürlich auch wieder Pellets draus machen können, aber dann hätte ich mir wieder die Primus mieten müssen, und alleine die kostet schon, ich weiß nicht, 18.000, 19.000, und dafür, dass sie nur gemietet ist, finde ich das ein bisschen, ja, nicht so cool. Man kann das zwischendurch mal machen, aber wir haben das jetzt, glaube ich, schon zwei, drei Mal gemacht, und das ist schon richtig Geld, was da verloren geht. Deswegen, nee, möchte ich nicht nochmal machen erstmal. Jetzt möchte ich erstmal abwarten, was wir so an Silage nachher verkauft kriegen und was wir dann nachher für Geld haben. Also ich habe das schon mal so grob ausgerechnet, da wird schon ein bisschen was zusammenkommen, ne? Also da können wir vielleicht auch noch ein neues Feld von kaufen und ein, zwei Gerätschaften austauschen, müssen wir mal sehen. Ich weiß gar nicht, wie wir an den Slotverbrauch rankommen. Was haben wir jetzt? Bisschen was haben wir noch frei. Ich hatte ja überlegt, den LKW reinzunehmen, den MAN. Ja, der hat aber schon sehr viele Slots, also müssen wir mal gucken, ob das am Ende doch geht. Da habe ich jetzt leider gar nicht so drauf geachtet. Ja, aber ich guck mal, wie das passt, wenn wir nachher so ein bisschen was ausgetauscht haben oder noch gekauft haben. Müssen wir mal sehen, ne? Dass wir irgendwie da eine Lösung für finden. Aber, ja, bis Donnerstag kriegt ihr dann nochmal eine Info, was wir dann abends machen. Vielleicht alte Agrarlandschaft, aber ich denke mal, dass wir die Rade dann nochmal noch in den Stream werden, dass wir da dann auch ein bisschen vorankommen. Ansonsten, wenn es euch erstmal gefallen hat, dürft ihr sehr gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Ihr dürft auch sehr gerne ein Abo da lassen, und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüssi!